schon gesagt, drei Runden volle Distanz. Hättest du lieber vorher entschieden? Du hättest lieber vorher im K.O. entschieden, alleine aufgrund der Kondition. Ich meine, das ging ja schon bis ans Äußerste. Ja klar, also ich hatte drei Wochen Trainingsphase und ich bin, was ihr heute hier seht, ist das Zeugnis von Manfred Gebauer und zwar von Wolfgang Boxing. Schau mal hier rein, auf jeden Fall, diesen Mann habe ich diese letzten drei Wochen zu verdanken, ich war in Miete, ich wog 91 Kilo, er hat mich auf 85 Kilo runtergetrimmt, er hat einen Riesensand an Wolfgang. Der Mann hat sich direkt angenommen, wo ich ihn angerufen habe, hat gesagt, Junge, kein Problem, komm. Mein Gegner war heute auch sehr, sehr stark. Ein Kompliment auch an Toni. Ja, also wie soll ich sagen? Der Boxkampf hat mir gefallen. Ich wollte es natürlich vorzeitig beenden, aber Toni hat gut dagegen gehalten und hat mir gezeigt, dass ich das doch nicht vorzeitig beenden konnte. Also als Sportmann nimmt man einen Unentschieden auch mal in Kauf, weil es nicht echt war. Ich nehme das in Kauf, zumal mein Gegner gut geboxt hat. Deswegen finde ich das wirklich verdient auf beiden Seiten. Ja, mal kurz ein Wort von Experten für alle Sportler da draußen. Was hat er in den letzten drei Wochen geleistet? Was ist, also, geht er an seine Grenzen gegangen? Ich habe in der ersten Linie auch mal eine Arbeit, dass er ein bisschen fortschrittlicher Boxen, er hat ein bisschen mehr Grundlage reingekriegt. Und dann haben wir die letzten drei Wochen relativ gut zusammengekriegt. Und deshalb bin ich da eine Wörter und ich habe normal eine kleine Verwendung. Die erste Runde nach Karten und die zweite Runde nach Karten und die dritte Runde nach Karten. Also nicht ganz einverstanden mit dem Ergebnis, aber mit seiner Leistung auf jeden Fall. Also wir können damit leben, sehr gut. Das Netz beruhigt sich wieder ein bisschen, weil ja viel Furore in den Social Medias in der letzten Zeit und denke mal mit dem Unentschieden sind wir sehr diplomatisch aus der Sache herausgekommen. Gute Regeneration, 6 plus Nutrition, dann funktioniert das auch mit der Regeneration und viel noch einen schönen Abend. Super. Aus Frankfurt, genau. Wenn wir schon mal hier zu Besuch in Karsten geplant haben, war eigentlich ja Frankfurt. Deswegen haben wir auch gleich die Musik aus Frankfurt mit hierher gebracht nach Karsten. Und bei uns begrüßen wir jetzt die Spanish Music.